Soll man noch alles erzählen? Beispielsweise, wenn syrische Flüchtlinge vor mir sitzen und mit mir Deutsch lernen und zum Beispiel den letzten Sprachkurs hatten für, ich glaube, ein halbes oder ein Jahr lang, vor ungefähr 4 bis 5 Jahren hatten sie einen Sprachkurs. Und jetzt haben sie ein halbes Jahr einen Sprachkursus, um zu lernen, wie man in das Arbeitsleben in Deutschland integriert wird. Da fangen wir dann an, zum Beispiel, also bei den Leuten, die beispielsweise alphabetisiert wurden, als sie hierher kommen. Da fangen wir nach ungefähr 4 bis 5 Jahren damit an, in einem halben Jahr die Leute aus der Versenkung wieder rauszuholen und ihnen beizubringen, wie wir die zum Beispiel integrieren. Dann lernen die zum Beispiel über die Lohnsteuerklassen, die lernen über das Steuergesetz, die lernen zum Beispiel, welche Berufszweige man in Deutschland lernen kann und was. Und dann sagt der eine, ja, ich Bäcker. Ja gut, Bäcker. Gut, Bäcker ist gut. Bäcker ist nicht schlecht. Deutscher Beruf, ein Bäckergeselle zum Beispiel, was der alles machen muss und können muss. Ja, vielleicht kann man ja auch irgendwie eine syrische, weiß ich nicht, wie kann man das sagen, einen syrischen Falafel-Shop mit original syrischem Fladenbrot, das wäre doch nicht schlecht. Das ist doch nicht schlecht, sowas, oder? Und das ist vielleicht in gewisser Weise auch das, was Melting Pot bedeutet. Also dieser Schmelztiegel von den vielen verschiedenen Nationen, die sich dann halt in einem Land neu zusammenraufen müssen und miteinander klarkommen müssen. Und es ist fein nicht schlecht, wenn man Falafel. Falafel ist was Leckeres. Ja. Aber, mei, wie soll man das denen alles erklären, oder? Dann hocken die in der Arbeitsagentur brauchen einen Übersetzer, damit derjenige der auch aus Syrien ist, der zufällig ein bisschen Deutsch kann, muss das alles übersetzen, was derjenige, der das halt auf Deutsch nicht hundertprozentig ausdrücken kann, weil der redet mit Händen und Füßen, den versteht man schon. Aber letztendlich, wen willst du denn dann einstellen? Und das ist doch das Nächste. Und dafür werden reihenweise werden Gelder hergenommen für Alphabetisierung von Menschen, die nicht mal ein Wort lesen oder schreiben können. Geschweige denn in der eigenen arabischen Sprache, die ist auch sehr einfach. Und darum dann in Deutschland zu lernen, Deutsch zu werden. Ja. So, also eins der leichtesten Dinge.